So, jetzt freue ich mich ganz arg, dass ich einen Mensch vorstellen kann, einen ganz Jungen, der auch letztes Jahr zu den Geburtshelfern dieser einzigartigen kommunalen Bewegung hier in unserer Region für eine andere Wirtschafts- und Handelspolitik zählt, nämlich letztes Jahr war er bei der ersten Demo noch kein Gemeinderat, heute ist er in diesem Jahr Gemeinderat. Sie sehen, wenn man sich engagiert, ist man ganz schnell nach so einer Demo auch Gemeinderat. Sebastian Engelmann ist der nächste Redner hier, der den Fokus vor allen Dingen auf die TTIP und Kommunen legt, also der uns deutlich machen möchte, welche Auswirkungen hat TTIP für die Kommunen und für seine Arbeit und für die Arbeit der Stadtparlamente. Du bist Mitglied der Fraktion der Grünen hier in Marbach. Sebastian, bitte. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, und ich sage, weil es jetzt um die Kommunen geht, auch mit großer Freude, lieber Herr Bürgermeister, Prost, schön, dass Sie auch da sind. Mitte April wurde in Washington zum 10. Mal über TTIP verhandelt. Wie immer geheim. Wer da genau am Tisch sitzt, das wissen wir nicht. Wir wissen aber, wer nicht am Tisch sitzt. Die Kommunen. Warum die Kommunen? Was haben die Kommunen mit TTIP zu tun? Beispiel: internationale Schiedsgerichte. Sie wissen, Konzerne sollen Sonderrechte erhalten durch TTIP, bei internationalen Schiedsgerichten gegen staatliche Entscheidungen zu klagen. Und zwar dann, wenn ihr legitimes Gewinninteresse beeinträchtigt ist. Klagen vor privaten Schiedsgerichten besetzt mit privaten Wirtschaftsanwälten. Eine Paralleljustiz, völlig intransparent. Und das hätte ganz, ganz konkrete Folgen. Beispiel: Der Bundesverband Deutscher Privatkliniken hat den Landkreis Calw verklagt. Warum? Weil Calw seinen kommunalen Krankenhäusern Zuschüsse zahlt. Und das tun viele Landkreise. Die Privatkliniken haben, Gott sei Dank, diesen Prozess verloren. Was aber würde bei TTIP passieren? Bei großen Krankenhauskonzernen wie den Fresenius-Kliniken sind amerikanische Investoren und Hedgefonds Aktionäre. Sie könnten also künftig den Landkreis Calw vor einem internationalen Schiedsgericht in Paris, in Washington oder sonst wo hinter verschlossenen Türen verklagen, dass keine Zuschüsse künftig mehr gezahlt werden dürfen, denn Zuschüsse sind ja gegen meine legitime Gewinnerwartung, schränken meine Gewinninteresse als privater Krankenhauskonzern ein, und dann hat der Landkreis Calw ein riesiges Problem und dann wird es ganz konkret. Was meinen Sie denn, wie so eine Klage ausgeht? Ein großer amerikanischer Konzern, ein Hedgefonds, ein Investor, die haben Rechtsabteilungen, die sind größer als das Landrats Ludwigsburg zusammen. Das kann ich Ihnen aber sagen. Was glauben Sie, wie so eine Klage ausgeht? Wie so eine Klage gegen die Stadt Marbach ausgehen würde? Was meinen Sie? Ich glaube, die Antwort kennen wir alle. Und was wäre die Folge? Die Folge wäre doch, dass ich mich künftig als Gemeinderat, dass sich die Kollegen im Kreistag bei jeder Entscheidung fragen müssten, wenn es um ein Gewerbegebiet geht, wenn es um Umweltauflagen geht, wenn es darum geht, dass wir zum Beispiel ein gentechnikfreier Kreis sein wollen, dann müssten wir uns jedes Mal fragen, beeinträchtige ich mit meiner Entscheidung das legitime Gewinninteresse eines Konzerns? Werde ich vielleicht deswegen mit meiner Kommune verklagt? Und zu was führt das? Das führt dazu, dass wir bei unseren Entscheidungen jedes Mal eine Schere im Kopf haben, ob wir dadurch jetzt eine Klage riskieren. Und das darf doch nicht maßgeblich sein für einen demokratischen Entscheidungsprozess. Das ist doch eine Bankrotterklärung. Zweiter Punkt, ganz konkret, die kommunale Daseinsvorsorge.
Die Kommunen übernehmen Leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge für uns Bürgerinnen und Bürger. Wasser, ÖPNV, Schulen. Und die Kommunen dürfen bisher die Organisationsform wählen, die sie als die beste dafür erachten. So, die Vergangenheit hat gezeigt, die Privatisierung der kommunalen Vorsorge hat sich allzu oft als Desaster zulasten von Bürgerinnen und Bürgern erwiesen. Die Stadt Stuttgart hat für teures Geld ihr Wassernetz zurückgekauft, weil es sich in privater Hand eben nicht gelohnt hat. Das ist doch das Entscheidende. Was aber passiert mit TTIP? Was passiert mit TTIP? In TTIP ist sehr wohl definiert, welche Bereiche der kommunalen Vorsorge nicht privatisiert werden wollen. Es sind Justiz, Polizei, Strafvollzug. Mehr nicht. Ausgeklammert sind also Bildung, Kultur, Wasser, Abwasser, ÖPNV, Krankenhäuser und kommunale Sozialdienstleistungen. Für diese Bereiche soll künftig eine Marktzugangspflicht bestehen. Das heißt, sie sollen privatisiert werden. Zentrale hoheitliche Aufgaben der Kommunen sollen künftig in einem Verfahren vergeben werden, das rein am Wettbewerbsgedanken orientiert ist und nicht an sozialen, ethischen oder regionalen Gesichtspunkten. Das ist der große Unterschied, wenn TTIP kommt. Das heißt, die Kommunen verlieren die Hoheit darüber, selbst zu entscheiden, ob sie die Wasserversorgung kommunal organisieren wollen. Das kann die Kommune selbst nicht mehr entscheiden. Und ich frage mich, warum? Es ist doch eine Ungeheuerlichkeit. Und ich möchte jetzt wirklich mal wissen, wenn es in diesem Abkommen angeblich doch nur um die Vereinheitlichung von Produktionsstandards, von Abbau von Handelshemmnissen und Zollschranken geht, warum dieser Eingriff in die kommunale Freiheit? Ich habe bis zum heutigen Tag keine vernünftige Antwort darauf gehört. Ich habe aber einen Verdacht. Ich habe einen ganz konkreten Verdacht. Unsere kommunale Autonomie, unsere kommunale Freiheit, die ist nach der TTIP-Logik ein Handelshemmnis. Und jetzt wissen wir auch, warum kein kommunaler Vertreter bei den TTIP-Handlungen dabei ist. Weil es hier nicht um Verhandlungen auf Augenhöhe geht, weil es auch gar nicht um die Interessen der Kommunen geht. Es geht allein um Konzerninteressen. Deswegen sitzen die Kommunen auch nicht am Tisch. Und da kann ich letztendlich nur diesen Mann zitieren, Friedrich Schiller. Unsinn, du siegst und ich muss untergehen. Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens. Vielen Dank. Sebastian, du hättest ruhig noch ein bisschen mehr von diesen poetischen Dingen vortragen können.